So, und schon geht's weiter. Als wäre nichts gewesen. Ja, aber es gibt ja eigentlich noch über die Kaserne zu erzählen. Es war hier im Übrigen... Tim Kaufmann war im Übrigen vor diesem komischen Private... nämlich hat der Tim Kaufmann zuerst hier gedient. Dann ist er allerdings abkommandiert worden, weil er dann ja die in dem Waffenlager tätig sein musste, was wir ja mitgekriegt haben. Und deswegen ja, musste halt hier weg und dann haben sie halt ihn dann dazu geholt. Ja, was das hier gebracht hat, hat man ja gesehen. What? Proden your Horus. Achso, das war Plakat, hatten wir ja schon. Eigentlich schade, weil ich, das ist zumindest eins der wenigen Sachen hier, wo ich mich trotzdem ein bisschen darüber ärgere, dass hier nichts anderes ist, als bei den anderen Kasernen. Ich meine, das ist hier die, hier war die Elite untergebracht, ja? Die absolute Spitzenelite. Also mindestens ein, zwei Plakate hätte ich mir noch gewünscht von denen. Aber nein. Ja gut, das lassen wir jetzt eh erstmal da. Was gibt's denn eigentlich noch so zu erzählen im Moment? Also, hier oben war halt ein Sonderkommando, warum die hier ausgerechnet hier oben auf dem Berg waren. Ganz einfach, weil es von hier unten, ihr habt jetzt schon einige Male den Serrano ja gehört, nämlich runterging. Also, ihr habt ja gehört, schon die, wie hieß sie denn gleich nochmal? Ah, die Sentos, genau. Sentos hat ja gesagt, dass es hier einen Eingang hier oben gibt, in den Berg, runter in zu dieser Maschine. Und deswegen war auch diese Spezialeinheit hier oben, weil die Hauptlabors natürlich alle hier oben waren. Warte. Ja, weil wenn du in die Dinger reinlatscht, kriegst du einen Haufen Schaden ab. Hallo! Sie befolgen Befehle. Oh ja, hier. Alle müssen sterben. Alle müssen sterben. Niemand wird verschont. Niemand wird verschont. Wenn sie fertig sind, wenn sie fertig sind, töten sie sich selbst. Töten sie sich selbst. Ihr Verstand kommt zur Ruhe. Sie sind im Frieden mit sich selbst. Ihr Verstand kommt zur Ruhe. Ihr Verstand kommt zur Ruhe. Sie sind im Frieden mit sich selbst. Sie sind im Frieden mit sich selbst. Wow. Diese Typen hätten es mit einer kompletten Armee aufnehmen können. Sag mir bitte, dass du jetzt da verschwindest. Ja. Ich sehe zu, dass ich einen Weg zurückfinde. Sie haben keine Freunde. Sie haben keine Freunde. Also, ihr seht ja hier, dass... ja, die haben also eine richtige Gehirnwäsche gekriegt. Oh, warte mal. Schlüssel? Damit kann man nämlich jetzt hier das Türchen. Ich töte auf Befehl. Ich muss meinen Partner töten. Auf Befehl. Super. Oh, warte mal, warte mal. Aber hier. Hier. Tschüss, mein Vieh. Kam das denn raus gerade eben? Faszinierend. Ich muss noch einmal kurz an der Bank ran. Ich hab zweimal dieselben Waffen. Oh, warte.
dann gehen wir mal nochmal kurz zurück, würde ich sagen. Ne? Ist ja eh bloß ein Raum hier weiter vorne. Ne, wir verschonen ja niemanden. Das war ja eh hier vorne. Genau, hier war es ja schon. Super. Kann ich nämlich auch mal kurz mal mein Lied nochmal hier abladen. Das ist... Oh, da freue ich mich schon. Habe ich das jetzt... Moment. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Waren das jetzt die Clips mit zweimal Schaden? Zweimal... Ja! Oh, die sind gut. Neue Platine. Zwei Schaden, zwei Clips. Also die würde ich dir eh am besten empfehlen. Es ist bei der Schwierigkeitsstufe, ist es eher am besten Schaden und dass du mehr Schüsse abfeuern kannst. Das ist eigentlich eh das Wichtigste. Also dieses Reichweite zum Beispiel und Co., das kannst du eh knicken. Mhm. Das brauchst alles nicht. Aber die Dinger, die kannst du... Oh ja, die kannst du schön verbauen. Also die kannst du auch immer wieder herstellen. Du weißt du, wie du die selber herstellst? Nö, ich weiß jetzt ja nicht, was du meinst. Ich mein die Platinen. Ach so. Genau, die Platinen, da musst du dann in die Mitte, dann bei der Bank. Also da in das... genau, in die Mitte rein. Ja. Und dann gehst du auf die Waffe, die du modifizieren möchtest, gehst auf eine von den Platinen, dann gehst auf Schaden zum Beispiel und dann kannst du ganz oben neue Platine herstellen. Und da müsste jetzt eine sein mit zwei Schaden und zweimal mehr Clipgröße. Theoretisch. Also Schaden hinzufügen meinst du? Genau, dass du halt mehr Schaden und mehr Munition dann hast. Die sind nämlich die besten. Also weil dieses von wegen Feuerrate und sowas da für zwei, die tust du lieber alle verkaufen. Ja. Oh, halt. Das war falsch. Tust die lieber alle verkaufen und tust lieber nämlich all die Rohstoffe dann lieber umwälzen und steckst das nämlich lieber dann in die Platinen rein für mehr Schaden und mehr Clipgröße. Weil dadurch, dass die jetzt beide ja zwei haben, sind das momentan die besten Clips, die du kriegen kannst. So, ja. Ja, warte, dann verkaufe ich erstmal alle. Ja. Das kann ich mal. Ich nehme jetzt nämlich auch erstmal die ganzen jetzt nämlich auf die beiden Waffen von mir drauf. Entschuldigt, ihr Lieben, dass ihr gerade dasselbe Bildchen hier die ganze Zeit über vor Augen habt, aber das ist ganz, ganz wichtig. Denn ihr habt ja schon bei den letzten Parts gesehen, die Viecher halten jetzt immer mehr aus. Und vor allen Dingen, wenn wir später in eine gewisse Nebenmission gehen, beziehungsweise in zwei Nebenmissionen noch gehen, oder eigentlich in drei, wenn ich die allerletzte mitzähle, dann brauchen wir die. Ich hab doch eingegeben, dass ich bewusst werden wollte. So, jetzt aber. So, dann haben wir noch die hier auch noch verkaufen. Oh, sehr schön. So, jetzt haben wir die alle umgerüstet. Also ihr seht jetzt hier beim Scharfschützengewehr macht das jetzt noch nicht so viel aus. Meint ihr? Aus 5 wurde nämlich jetzt 7 und aus 120 wurden 180 Schuss. Und bei der Schrotflinte zum Beispiel hier sind es 12. Und wenn ihr jetzt sehen könnt, aus 12 wurden 23. Also eine richtige Steigerung, die man sich auf jeden Fall schmecken lassen kann. Eigentlich eh das Wichtigste. So, jetzt haben wir ja noch ein paar Leichen hier zerpflückert. Ja, was gibt's denn eigentlich noch über die Kaserne zu sagen? Eigentlich nicht so wirklich. Achso, ihr habt ja diese Gehirnwäsche gerade eben gesehen. Das haben sie sozusagen auch mit den anderen Einsatzkommandos gemacht. Wo ihr einen Teil mitbekommen habt, oben zum Beispiel bei der Greeley.
dass sie einfach von Schiff zu Schiff gezogen sind, alle umgebracht haben und als sie fertig waren, haben sie sich halt einfach dann selber umgebracht. Das war ja ihre Erfüllung des Lebens. Ja, natürlich. Aber sowas von. Ah, sowas von. Ja. Ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Kann man noch gar nichts dazu sagen. Das ist, ne? Okay. Science for fertig. Yeah. Ja, dann müssen wir jetzt eh hier Bus mal erstmal nach vorne hier, bitte. Ich bin im Frieden mit mir selbst. Sie bedauern nicht. Dann lassen wir das Ding halt mal doch. Einfach ein Schuss. So, ich hack das hier mal kurz. Dann können wir da nochmal reingehen. Ja, das bin ich mal gekommen. Das war kurz vorm Ab. Machst du hier Türwächter? Ja. Ja, ah, ich hab das gerade eben festgestellt. So. Ja, natürlich, ne? Betreten auf. So, jetzt verprügeln wir euch ein bisschen. Und hier hinten gibt's nämlich noch. Ta-da-da-da. Tja, zwar leider nur eine Platine, aber ihr wisst ja, die Platinen sind auch wichtig. Alle. Ihr konntet einen alten Tresor mitnehmen. Von der Firma, Moment. Achso, der ist bloß getestet. Ach, das ist eine Firma. Im Übrigen, ich habe gesehen gehabt, es kommt bald wieder mal eine Folge Büßenbande. Okay. Für alle, die natürlich die Ulsenbande nicht kennen, schämt euch, wie könnt ihr es wagen? Wie kann man denn so eine Kultserie nicht kennen? Aber dadurch, dass ich eh die ganzen Teile auf DVD habe... Ja, dann sind wir hier fertig, ne? Ein paar abgehackte Köpfe rein. Und dann... Und dann geht's mal weiter. Also wir könnten jetzt hier theoretisch auch nochmal dieses Ding probieren. Das Problem ist, es ist weitaus schwieriger. Welches Ding probieren? Die Platine hier. Na, dass du hier vorbeikommst, ohne dass du, also dass du das Gas auslöst, ohne dass du eins von den Viechern vorher kaputt machst. Aber das ist bei dem Raum richtig schwer. Mein Plan ist ach. Um die Dinge ins rechte Licht zu bringen. Geschossen? Nein, das hat das Teil ausgesprochen. Es ist bei dem eh total schwierig. Datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt. Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Ja. Na komm, lass mal Gas laufen oder fließen. Aktivierungsfehler. Bitte Gasventil erneut öffnen, um fortzufahren. Du bleibst hier. Du bleibst bloß hier, weil... Wenn ich dieses Gasventil jetzt nämlich betätige, strömt hier überall schon Gas aus. Und ich habe keine Lust, dass du dann dort dran verreckst. Jetzt mache ich hier erstmal die ganzen Pocken hier mal kaputt. Und dann haben wir da hinten noch mal einen. So, ja, was Dennick das sagt, das ist schon alles schon in so einer gewissen Hinsicht sogar wahr. Aber dazu kann man dann später noch mal.
das ging ja schnell diesmal. Ja, aber wenn du hier genau hinguckst, ist einfach nicht alles weggeätzt. Also zum Teil sind hier immer noch die Teile hier dran, auch wenn man sagen muss, dass dieses das war jetzt falsch, weil das war ja gar nicht das. Ja. Vergiss, was ich gesagt habe. Mach halt schon. Oh Gott, nee. Siehst du, was dort oben dran steht? Der ist hoch. Mhm. Das war super. Nein, du bleibst hier stehen. Du gehst jetzt zurück zu der Tür und bleibst dort bitte stehen. Denn jetzt kommen hier sehr viele Viecher gleich. Lass den so kommen. Habe ich zu viel versprochen? War doch nur krass, wo. Ja. Nein, das war ja nicht immer der Zoo. Der Zoo kommt jetzt. Willkommen im Zoo. Aha, die leben ja noch nicht mal. Nee, das nicht. Ja, möchtest du nochmal so einen Gegner haben? Hatte der eine nicht gereicht? Leider nicht. Oh, ein Artefaktchen erstmal wieder zum Lesen. Ihr wisst ja Bescheid. So, persönliches Look Dr. Alexei Busilov, den kennen wir ja schon. Ich bin in erster Linie Wissenschaftler. Und als dieser ist es meine Pflicht, in meinen Studien nicht zimperlich zu sein. Da entschied ich mich auch, den kontrollierte Auftauen eines inaktiven Versuchsobjekts zu versuchen. Obwohl ich mir sicher bin, dass vielen seiner Albernheiten. Obwohl ich mir sicher bin, dass vielen seiner Albernheiten im Camp fehlen, erinnere ich meine Kollegen daran, dass Private Freeman sich aus freien Stücken gemeldet hat, um sich um das Versuchsobjekt zu kümmern. Während wir im sicheren Schutz der Steuerkabine standen. Ich bin mir sicher, dass wir alle überrascht waren, als dieses uralte Gewebe Anflüge von Leben zeugte. Als es erst einmal aus seiner eisigen Umhüllung befreit war und niemand war überraschter als der arme Private, als ein zuvor nicht sichtbares Körperglied aus dem aufgetauten Kadaver hervorschnellte und in seine Brusthöhle eindrang. Es mag Private Freemans Ende gewesen sein, aber ich bin mir sicher, dass er glücklich wäre zu wissen, dass die Wissenschaft an diesem Tag einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Fucking hell! So wie zum Thema Wissenschaft. Dr. Alcerano, Status Update. Guten Tag. Offenbar haben alle bisher gefundenen Exemplare einige überraschende Gemeinsamkeiten, beispielsweise Kiemen, etwa vertiefte Schwimmblasen und einziehbare Flossenhalter. Für ein gefrorenes Ödland erscheint mir das recht ungewöhnlich, es sei denn, es war nicht immer gefroren. Ich bin heute der Überzeugung, dass dieser Planet einst ein riesiger Ozean war und ein plötzliches Ereignis Blitzfrost auslöste, der alles im Eis einschloss. Soll ich's mal lieber rein tun? Ich weiß schon, es ist schwierig. Ich wollte es reinschießen. Achtung, Herr. Ah, ich sehe. Also es ist jetzt mitgekriegt, nur so nebenbei, das alles hier ist durch Blitzeis ausgelöst worden. Also dieses ganze Eisplanetenteil hier scheint nur eine Form von Blitzeis
hervorgebracht zu haben. Ich höre einen Bot. Ich höre Botti. Wo bist du? Ja, hier ist Botti. Sehr schön. Ja, ihr habt ja auch schon mitgekriegt gehabt, da war ja auch schon der eine Textlog zwischendrin mal, als wir den Berg hochgekackstet sind, wo das ja auch hieß, dass hier noch dieses andere Objekt hier war. Jetzt haben wir es halt auch mal gefunden. Machen Sie die Tür auf? Oh, ich geh zur Seite. Schade. Jetzt habe ich erst gedacht, da kommt wenigstens ein kleines. Ärgerlich. Das werden wir noch hinkriegen. Das werden wir noch hinkriegen. Kann ich jetzt einfach alle Türen öffnen lassen? Jede einzelne. Oh, warte. So, wir können diesem Ding hier nämlich aus dem Weg gehen. Deine X-Shuttles fliegen in der Gegenpatrouille. So, pass auf. Jetzt kommst du erstmal schnell mit. Komm schnell mit. Genau, schneller, schneller. Ach Mist. Warte. Du kannst das Ding sowieso nicht abschießen. Naja, such mal Abschweiz. So. Okay, jetzt können wir hier wieder rein. Weil das Ding schießt nämlich sonst die ganze Zeit dann auf dich drauf und dann wirst du die ganze Zeit blockiert und alles. Das ist auch ein bisschen nervig. Und das umgehen wir jetzt einfach. Ja, das Problem ist, du kriegst denn einen Erfolg hier nämlich auch nur, wenn man das schafft, dann den Ding komplett aus dem Weg dann zu gehen. Meintest du den Zappelkameraden? Also hat das Ding vor uns, was du gesehen hast, ganz schnell gezuckt miteinander, mit den Gliedmaßen? Jo. Ja. Wir kennen alle, vor allen Dingen alle, die den Einser schon gesehen haben, kennen die Dinger. Die sind toll. Ja, die sind toll. Na kommt, ich weiß, dass hier noch mehr kommt. Es kommt nie nur eine. Kommt. Doch nett, oder? Im Einsatz sind das, also das sind nämlich alle Soldaten, auch nochmal zur Erklärung für diejenigen, die es nicht wissen sollten. Du hast ja diese Stase hinten dran, ne? Dass du die ja verlangsamen kannst. Bei den Viechern hat sich nämlich die Stase von den Anzügen mit dem Körper verbunden und deswegen hat es genau den gegenteiligen Effekt auf das komische Gewebe. Anstelle, dass die langsamer werden, werden die schneller. Um ein Vielfaches schneller. Was sagt eigentlich Mr. Bank? Oh, ich muss mal kurz in die Bank gehen. Bringen wir einen Suchabbot? Nee, ich habe einen Haufen Medipacks drin, die will ich mal kurz mal ablegen. Warte, bin gleich fertig.
hätten wir? Oh, hier ist wieder eine Zen-Figur. Mein Freund. Was ist da bitte? Meine Zen-Figur, mein Soldat. Was ist los? Hier ist was ich mir ansehen muss. Ja. Falls sich jetzt alle fragen, was war das für eine komische Frauengestalt, wie man da kurz gesehen hat, so untot, das war Carvers Frau. Und ja, auch ich habe sie gesehen, aber hier steht keine Zinnfigur. Steht die immer noch da? Nö. Ah ja, jetzt ist sie weg. Natürlich, klar. Weißt du, jetzt... Warte mal, jetzt müssen wir kurz hier... Nicht mehr so an. Ich lade dich nicht nochmal zu meinem Geburtstag ein. Wenn ich ja, jetzt... Ich sag's dir gerne noch einmal, da war kein Soldat. Schluss. Sei ruhig. Okay. Schon wieder. Oh, wieder meine Dylan. Freunde. Hey, wenn Sie was sehen, was gar nicht da ist, müssen Sie es mir sagen. Okay, Carver? Na klar. Dylan. Carver. Dylan! Deine Freunde. Was für Freunde? Ich rede nicht mehr mit dir. Das ist mir so blöd. Ja. Willst du mir etwa damit sagen, dass du noch mehr Zinnsoldaten siehst? Wir hatten das schon mal, du weißt das, ne? Was ich dir dann gesagt habe dazu? Was das sind? Stehen hier etwa links und rechts welche? Ah, siehst du, siehst die auch. Ist ja schön. Da sind Särge. Das sind fucking nochmal Särge. Achso, für alle, die es nebenbei mal wissen wollen. Ja, du siehst ja diese komische Bahn hier, ne? Ja. Die hat einen Effekt. Du kannst von dieser Bahn aus, kannst du theoretischerweise, solltest du mal auf der Oberfläche mal eine Nebenmission mal verpasst haben, kannst du sie zu einem späteren Zeitpunkt noch nachspielen. Ich finde es allerdings ein bisschen blöd, weil gewisse Sprachfrequenzen und Co. kriegst du dann nicht mehr. Ja, und Co. Also du kannst zwar die Mission durchspielen und Co., aber du hast nicht mehr so den Gesamtbezug da drauf. Das ist, geht leider ein bisschen verloren. Okay. Also ist halt ein bisschen blöd. Oh Gott, ja, okay. Also bevor wir jetzt hier runtergehen... Ich tue es nochmal für die Zuschauer. Ich mache hier nochmal einen Cut. Das lädt ja jetzt eh hier erstmal Ewigkeiten.